Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Herzlich willkommen hier in unserer Jodde. Neben mir sitzt der Paul, ein alter Pfadfinder. Und Paul, wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Wir haben uns im Internet getroffen. Bei YouTube habe ich Jodeland entdeckt. Da ging es um Zelte, die Jotte-Systeme, die alte, mit verschiedene genau, Bezeichnungen, also, da bin ich drauf dich gestoßen, weil super, prima. Ich bin aufgewachsen in Jotten und Koten. Prima, und dann hast du die Scouting und Bushcraft Convention entdeckt. Ja, ich war der Erste, glaube ich. Die wir vorhaben, ja, mit, ich glaube, ja doch. Ich war der Erste. Genau. Und man sieht hier im Bild auch schon, was du uns mitbringen wirst. Also der Paul wird Workshops halten auf der Scouting und Bushcraft Convention. Seine zwei wichtigsten Utensilien hänge hier am Bildrand und hat er in der Hand. Dazu erzählst du uns jetzt kurz was zu diesen beiden Workshops, die du anbieten wirst. Gerne. Also ich biete an Räuchern von Fleisch, Fisch, Wurst, Gemüse, Kartoffeln und Eiern. Die Kartoffeln durften wir gerade schon probieren. Da im Töpfchen. Die sind da im Topf drin. Das sind gekochte Kartoffeln. Wunderbar. Jetzt muss ich hier erstmal eine rausholen. Sieht aus wie eine Kartoffel. Aber riecht wie eine ganze Jurte, die 3 Tage lang befeuert worden ist. Oder das Rauchfleisch, wo da schon drin ist, gell? Ja, genau. Das kannst du als Rauchfleisch essen. Habe ich schon gemacht, in einen Topf solche Kartoffeln rein, alle gemeint, da wäre Rauchfleisch drin. Ja, klar. Gut. Rauch ist Aroma. So, das Räuchern ist der eine Workshop, der andere beschäftigt sich mit der Herstellung von Bier. Wir brauen Bier. Und genau, zwar, das wird mich jetzt ganz kurz, ohne die letzten Geheimnisse zu verraten, weil die haben wir nach einem Workshop dann auf der Scouting und Bushcraft Convention. Aber mich würde mal kurz interessieren, wie der Prozess so ist. Also was heißt das? Ich habe da Brot, was ich vermeische tue, oder? Ja, du nimmst das Brot, was hart geworden ist. Trockenes Brot. Okay, haben wir Berge davon, ja. Ganz wichtig, rösten. Das nennt man auch darren und melzen. Okay. Mhm. Dunkelbraun, aber nicht schwarz. Wie eine aber trocken in der Pfanne rösten. Ja, im Backofen oder ich mache es am Feuer in so Klappgrill, dass dunkelbraun wird. Okay. Das ist der Prozess, der auch beim Bierbrauen wichtig ist. Das Melzen nennt sich das. Das schließt im Prinzip das, die Kohlenhydrate auf. Ja, genau. Und wandelt es in Zucker um. Genau. Dann wird das mit heißem Wasser, nicht kochend, überbrüht und gerührt. Ziemlich lange. Dann kommt Hefe dazu. Entweder Backhefe, ich nehme immer Backhefe, es gibt auch spezielle Brauhefe oder Turbohefe. Mhm. Wenn es schnell gehen muss. Wenn es schnell gehen muss und viel Alkohol entstehen soll. Okay. Das hier hätte jetzt kaum Alkohol, habe ich jetzt vorhin beim Probieren festgestellt. Es schmeckt sehr, sehr sämig. Ja, das ist jetzt und, aber kaum nach Alkohol. Die gleiche Herstellung wie von Most und Wein. Mhm. Weil das riecht jetzt nach Most. Das ist eine Maische. Und da ist der Gärungsprozess noch in Gange. Ja. Das sieht man, da bläselt es noch drin. Und es hat noch viel Restsüße. Weil zu dem Brot, Wasser und Hefe kann man noch alles reintun, was Süße bringt. Genau. Süße Stückle, Hefezopf, alles mit Zucker. Aber ich glaube, das sind jetzt schon die Geheimnisse, ja, die heben wir uns auf für den Workshop. Schmeckt sehr, sehr lecker. Erst ist es 3 Tage alt, ist wie so ein Federweiser, kann man sagen. Hat schon ein bisschen Alkohol, Geschmäckle, aber man merkt noch nichts davon. Das heißt aber auch, wenn wir jetzt auf der Convention anfangen mit Brotbier brauen, wir können gleich das Ergebnis genießen. Dann. Ja, und zwar, das kann man sofort trinken. Können auch Kinder trinken, die ersten 2 Tage. Also nach wie Apfelsaft. Und wenn er anfängt zu gären, kommt langsam Alkohol. Und das Brotbier kann 2-3% Alkohol kriegen. Okay, prima. Also, wenn ihr neugierig seid auf Räuchern in Zeltlageratmosphäre und Brotbierbraue in der Atmosphäre draußen, einfach so unabhängig sein. Du möchtest gerne noch was auf was hinweisen? Ja, das Ganze machen wir auch immer beim Bund der Jugendformen, Aktivspielplätze, auf Treffen, auf Feiern. Und die Australier wollen genau sowas auf ihrem 40-jährigen also Jubiläum. Warum der Paul darüber zeigt, ich greife mal kurz in deine Tasche rein, oder? Ja. Da hat so Heftchen drin.
Das heißt, offene Spielräume ist die Mitarbeiterzeitschrift. Und da sind einige Berichte von mir schon drin. Und das Titelbild ist unser Wikingerdorf. Mit Wikingerbooten sind wir auf der Enns rumgeschippert. Wenn man das mal näher in Kamera hält. Also ich muss das jetzt auch nochmal hier aufstehen und einfach da hinheben. Dann sieht man die umgestalten Boote. Ja. Prima. Also ich mache Pfadfinder und Jugendfarm Aktivspielplätze. Genau, und wer dich erleben will, der kommt einfach mit zur Convention am 28. bis 30. Juni. Und bis dahin sagen wir neugierige Grüße. Ja, und wir freuen uns auf euch. Ebenso. Danke, Ralf. Alles klar, Paul. So ist gut. Das mag ich.